Wir reden über Ubuntu 14.4 Long-Term Support. Wir reden über das Untertiteln, die Videos werden hier aufgezeichnet zum Beispiel. Wir stellen Arbeit eines Studentenprojektes vor der Hamburger Universität, Informatikabteilung. Wir haben unsere Studenten überzeugen wollen, diesen Talk zu halten, aber sie hatten ein bisschen Angst, zu viele Leute, zu spät oder irgendwas. Also es gibt nur einen Studenten hier, Florian, Applaus. Also Florian studiert Informatik auf Bachelor und zusammen mit 5 anderen Studentinnen und Studenten arbeiten sie an der Herstellung von Untertiteln oder halbautomatischer Produktion von Untertiteln für Kongressvideos. Das ist also die Datenbasis, die wir für diese Task ausgewählt haben, weil sie einfach so verfügbar ist. Vielen Dank dafür. Was wir aber auch tun werden, das soll also ähnlich gut auch für andere Videos funktionieren, hoffentlich. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Was wir also probierten war, wir haben die Videos des letzten Jahres angeschaut, die meistens transkribiert wurden oder viele von denen zumindest. Und wir haben also die Transkripte und zum Untertiteln braucht man mehr als nur Transkripte. Es gibt nämlich mehr als nur den Text. Man will auch Zeitinformationen haben für diesen Text. Man möchte also in der Lage sein, im Lieblingsvideoplayer eine Art Untertitel-File wie SRT hochzuladen. Das enthält Zeitinformationen. Und das Anklicken in diesem Videoplayer der Wahl und dann die Untertitel sehen oder vielleicht auf einem Braille-Display, wenn man nicht sehen kann oder nicht hören kann. Also, ich bin ein bisschen hängen. Ich hänge jetzt ein bisschen. Wir haben also die Transkripte. Und warum wollen wir Transkripte? Warum nicht einfach Spracherkennungssoftware benutzen? Es stellt sich heraus, dass Spracherkennungssoftware nicht sehr gut ist. Ah! Nun bin ich sehr glücklich, dass ich an Arne übergeben kann für den schweren Teil des Talks. Ja, wir sind fast da. Das ist gut genug. Mach das nicht noch mehr kaputt. Andersrum bitte. Also, wie auch immer. Ich denke, funktioniert das Umschalten nicht? Es ist komisch, oder? Okay, also dieser Computer hat übrigens eine Demo. Wir werden mal schauen, ob das funktioniert. Oh, nicht sehr wahrscheinlich. Bitte, wir hatten zumindest irgendwelche Folien. Ah, yes. Okay, also, hör rüber zu Arne. Hallo. Also, dies ist unsere Gruppe. Ich glaube, ihr habt Timo schon gesehen. Und dies ist Wolfgang, das bin ich. Jonathan, Paul, Florian, Tim und Faiz konnte nicht im Bild sein. Ich glaube, er musste umziehen an diesem Tag. Also, wir hatten... Ich konnte nicht zuhören. Was hast du schon gesagt? Okay. Was wir tun wollen, ist Untertitel generieren aus Transkriptionen. Wir müssen sie also ausrichten, in Stücke zerteilen und exportieren in was auch immer für ein Format wir haben wollen. Und unser zweites Ziel, die Sprachdaten zu erfassen, weil als Universität haben wir normalerweise nicht große Datenmengen zur Verfügung. Das ist der Hauptunterschied zwischen, also riesigen Global Players wie Google, die einfach alles aufzeichnen, was du sagst, aufzeichnen können. Oder wenn man Apple ist und Siri verwendet oder so etwas. Sie können das tatsächlich tun, um ihre Performance zu verbessern. Wir haben aber keinen Zugriff darauf, unglücklicherweise. Also freie Daten sind nötig, um
tatsächlich freie Software, Spracherkennung zu haben, freie Spracherkennungssoftware. Ja, du hast das bereits angesprochen ein wenig. Wenn man versucht, Spracherkennung zu machen, muss man wirklich ziemlich viel tun. Man muss Bescheid wissen über die Welt als Ganzes. Man muss wissen, was der Kontext des Talks ist, des Gesprächs, das man gerade hat. Das kann man im Gehirn alles tun, weil das Gehirn so mächtig ist und optimiert darauf, aber der Computer kann das wirklich nicht tun im Moment. Sie basieren ihre Berechnungen auf Wahrscheinlichkeiten. Wir haben also einen großen, also auf Wortfolgenwahrscheinlichkeiten. Wir haben einen großen Korpus von Daten, der sagt, dies wurde gesagt, vielleicht 1 Million Mal und ist deshalb sehr viel wahrscheinlicher als etwas anderes, was nur einmal beobachtet wurde. Und das Problem hier ist, ihr alle benutzt seltsame Wörter in komischen Kontexten und die Spracherkennung gibt einfach auf und sagt, ach, keine Ahnung. Und um zu zeigen, dass das wirklich ein schweres Problem ist, vielleicht wart ihr beim Talk von, wo Jacob Applebaum sagte, oh, ich muss mich gerade daran erinnern, GNU-PG hat Sicherheitsfehler. GNU-PG has safety faults. Or safety faults. Was also live durch einen Menschen transkribiert war, GNU-PG has safety faults. GNU-PG hat Sicherheitsfehler. Was wirklich gesagt wurde, war GNU-PG has safe defaults. GNU-PG hat sichere Standardeinstellungen. Und das macht natürlich einen Unterschied. Das zeigt, dass sogar für Menschen unter Zeitdruck, wenn sie Dinge eintippen, dann verpassen sie Dinge. Zum Beispiel, was er vorher gesagt hat, es ist gut, GNU-PG zu benutzen. Und deshalb sehen wir, dass Spracherkennungstechnik nicht gut darin ist, zu verstehen, was Menschen sagen. Darüber wird Timo nun im Detail reden und ich kann mich hinsetzen. Ja, du kannst dich hinsetzen. Okay. Oh, es gibt keine Preview. Ja, deswegen hast du hier gestanden. Okay. Wie Arne gesagt hat, also die Sprachtechnologie ist nicht gut darin, zu verstehen, was Menschen sagen wollen. Das ist also ein Problem. Deshalb versuchten wir, oder was wir herausbekamen, ist, dass Menschen zumindest relativ gut darin sind, Sprache zu transkribieren, mit Ausnahme dieses Beispiels, das Arne gerade gezeigt hat. Um nun aber von diesen Transkripten zu Untertiteln zu gehen, gibt es immer noch einiges, was fehlt. Dies ist ein Screenshot, den ich vorher abgenommen habe von dem Transkriptionsinterface, das wirklich gut bei der Arbeit ist. Aber die Komplexität dieses Interface ist irgendwie klar, oder? Es ist nicht wirklich einfach herauszukriegen, was man jetzt tun soll. Wir haben uns herausfinden, wie man das tut, und es ist wirklich schwer, ein gutes Interface dafür zu bauen. Für die Aufgabe, die Timings dem Text zuzuordnen, herausfinden, was wann gesagt wurde. Und es ist also sehr schwer, ein gutes Interface zu bauen. Und das ist deshalb schwer, weil es so eine unnatürliche Aufgabe für Menschen ist. Wir tun das niemals in unserem normalen Leben. Wir kriegen nie heraus, wann etwas gesagt wurde. Wir wissen einfach, was gesagt wurde. Es ist also, selbst wenn wir die User Experience zu verbessern versuchen für dieses Interface, würde das dieses darunterliegende Problem nicht lösen. Menschen sind nicht gut für gemacht. Sie sind vielleicht gut zum Verstehen, zum Notizen anfertigen, aber nicht sehr gut zum Untertiteln. Also unsere Idee hier war, durch einen Computer die nicht natürliche Aufgabe lösen zu lassen und die Menschen die natürliche Aufgabe lösen zu lassen. Ja. Das ist also die Grundidee. Was also passiert ist, es gibt eine Art Pipeline, die sehr ähnlich zur Aufgabe von Spracherkennung ist. Wir haben den transkribierten Text, gehen davon aus und müssen das jetzt normalisieren. Denn während Menschen transkribieren, dann natürlich
tippen sie Dinge wie 431BC oder sie schreiben sogar Ante Domini, wenn man Pech hat. Aber sie sagen bestimmt nicht 431B.C. Das ist zumindest unwahrscheinlich. Dann haben wir die, von der normalisierten Form müssen wir dann gehen zu der Sequenz, der Folge von Sprachlauten gehen. Etwas wie das für 400. Und natürlich die wahrscheinlichste Aussprache könnte das sein, was wir haben wollen. Und dann müssen wir natürlich herausfinden, wenn wir das, diese Folge von Sprachlauten haben, wie hängt dies zusammen oder wird es nun zusammengelegt mit der Sprachform? Das passiert nicht automatisch, es ist ein gelerntes Modell, von vielen Daten gelernt. Ich habe vorher schon gesagt, Daten, die also große Lücken hat, wenn man bei einer Universität arbeitet. Wir brauchen also diese Daten für gute Modelle, wie Sprache wirklich gesprochen wird, wie Sprachlaute wirklich sich anhören. Und wenn wir das haben, dann haben wir eine ganz ordentliche Zeitinformation, können Sie bekommen für jedes Wort. Jedenfalls ist das unser Ziel, hoffentlich. Aber wenn wir einfach diesem Standard folgen, diesem Standardzugang, eines nach dem anderen zu tun und dann eine große Suche darüber durchzuführen, das ist leider nicht sehr robust. Denn der Suchraum, den wir jetzt einfach verwenden müssen, all die verschiedenen Zeitvariationen, die passieren könnten, das ist einfach ein zu großer Suchraum. Was man also deswegen tut in Spracherkennung, ist, dass man keine vollständige Suche durchführt, sondern eine Beam Search. Und was wir bemerken, ist, dass die richtige Lösung immer von dem Beam, dem Strahl, herunterfällt. Mit Glück kann das also auf sehr kurzen Abschnitten von ein, zwei Äußerungen passieren, funktionieren. Es kann auch funktionieren, wenn man sehr deutliche, klar gesprochenen Text hat. Was wir also versuchen in einem anderen Experiment ist, gesprochene Wikipedia-Daten anzuschauen, wer wir den Artikel haben und den Text, und Menschen haben wirklich sich bemüht, genau zu sprechen, genau diese Wörter im Artikel zu sprechen, aber wie wir vorher gesehen haben, Transkriptionen beim Kongress sind gleich, sie müssen sehr, sehr schnell gemacht werden. Das funktioniert also auch nicht so gut. Den Ansatz, den wir verwendet haben, ist nicht unser eigener. Ist daran zu bleiben, dass Menschen mehr oder weniger das sagen, was sie transkribieren. And also there are transcribed words that are not spoken, so people just type anything. Und dass da auch transkribierte Wörter sind, die nicht gesprochen worden sind. We all believe it's really nice, but it's nice, but it's not perfect. So what we do is, was wir tun ist, we actually do this word sequence modeling that Arne was talking about earlier. Wir machen dieses Wortsequenzmodell, das Arne vorher erwähnt hat. Only on the full transcription that we got, and then we do speech recognition on. Wir nehmen die ganze Transkription, die wir bekommen haben, und analysieren dann und versuchen dann sogenannte Merkmale zu finden. Und für diesen speziellen Spracherkenntnis. And then we iterate over that. In a divide and conquer approach. So after und dann iterieren wir darüber in einem sogenannten Teile und erobere Ansatz, so dass nur noch ein paar Teile am Ende überbleiben, die wir nicht anpassen können. Das Problem daran ist, dass es nicht besonders schnell ist. Das ist nur ein Achtel, der in der realen Zeit läuft. Und das ist in meiner Meinung nach ziemlich langsam. This gives us this step will give us alignment, so we know for every word. Dies gibt uns eine Anordnung, so wir wissen für jedes Wort den Zeitpunkt, bei dem es in dem Talk gegeben worden ist. Und wir wollen Untertitel zeigen und nicht ein Wort zu Wort Anordnung. So, wie kommen wir jetzt von diesen Wort-an-Wort-Anreihungen zu Untertiteln? Wenn du auf Untertitel guckst, das ist komplexer, als ihr euch vielleicht denken würdet. So you cannot say, well, I just put one sentence there, because
So, man kann da nicht einfach einen Satz auf den Bildschirm tun, und Sätze sind in der Regel ziemlich lang, insbesondere bei diesen Vorträgen. Und Leute sagen, verbinden Sätze mit und, so dass man da wirklich, wirklich lange Sätze hat. Und die Leistung der Person, die nachher die Untertitel liest, ist auch limitiert. Also muss man berücksichtigen, was gelesen werden kann. Also muss man Sätze in kleinere Teile unterteilen, und diese müssen auch eine Bedeutung haben. Und einfache Heuristik funktioniert dafür nicht. Dies ist von... Nein, das wollten wir nicht. Sorry, no video. So, this is not the time for the video. So, dies ist sorry. Nicht das Time für das Video. Falls ihr die Keynote von dem letzten Jahr wiedersehen wollt, dann müsst ihr euch die im Internet angucken. Das hier ist von der Keynote im letzten Jahr. Und das ist, was eine einfache Heuristik tatsächlich gemacht hat. Ihr seht hier den Untertitel und... und es erschien zu mir in einem Telefon, und dieser Satz so macht nicht wirklich Sinn. Und wenn du auf den ganzen Satz guckst, dann ist es, ich kam darauf in einem Telefonanruf. Strongly related. Und man bekommt hier die Verbindung, dass Telefon und Anruf verbunden sind und dass man diese beiden Wörter zusammenpacken muss in einen Abschnitt. So müssen wir eine komplette Analyse von einem Satz machen, die so aussieht. Das zeigt die Abhängigkeit von jedem Wort zu einem anderen Wort, zu den anderen Wörtern. Und dafür verwenden wir dieses nette Programm, was dieses macht, aber das macht es immer nicht richtig. Das heißt, wir müssen auch berücksichtigen, dass es dies nicht die ganze Zeit richtig macht. Und dass Sätze besonders lang sein können und dass da syntaktische Fehler sein können. Also suchen wir für das beste Aufspalten, also die besten Aufspaltungspunkte, indem wir zwei Kostenfunktionen definieren, so dass wir an jedem Punkt sagen, zum Beispiel, das kostet dich 200 Punkte, oder du spaltest hier, das kostet dich nur 100 Punkte. Und die Kosten sind die entstehende Abschnittslänge. So, wenn man nur einen Abschnitt mit nur zwei Wörtern hat, das ist sehr, sehr schlecht. Und wenn man eine Abschnittslänge von 200 Wörtern hat, das ist auch sehr schlecht. Also möchte man irgendwo in der Mitte sein. Subtitles. Ja. Our results show debug interface. Can you switch? Unsere Ergebnisse. Wir zeigen. Is in charge of that. Should I press a button? No. Okay. Er macht das, wir wollen das Debug-Interface zeigen. Soll ich einen Knopf drücken? Wir sehen, das ist einfach den Debug-Output für unser System. Und es zeigt den Abhängigkeitsbaum, glaube ich. Der Baum ist nicht sehr gut sichtbar. Es ist ein leicht graue, diese gräulichen Teile dort. Das ist der Abhängigkeitsbaum. Er ist für mich total klein, Entschuldigung. Wir können hier die verschiedenen Abschnitte sehen. Und rechts. Hier. Seht ihr all die Meta-Informationen, die wir hinzugefügt haben. Also wenn, wann, hier ist zum Beispiel das U. Wann beginnt dieses Wort? Ist es Wort Nummer 29?
der syntaktische Vorgänger oder übergeordnete Knoten ist Nummer 30 und so weiter und so weiter. Also wir können das alles wiederverwenden und springen zwischen Punkten und sehen, warum das wirklich das tut, was es tun soll. Und es ist wichtig, denn wir haben keinen klaren Goldstandard, mit dem wir sagen können, dies hier ist richtig und so. Wir können das als Menschen anschauen und sagen, das sieht gut aus, aber wenn es nicht gut aussieht, und wenn es nicht gut aussieht, können wir uns fragen, warum das so sein könnte. Ja. Und normalerweise würde man jetzt hier Klang, Ton hören und solche Dinge, heute aber nicht. Der Ton ist da, er ist nur nicht sehr laut. Okay. Wenn ihr zurückschalten wollen, wenn du zurückschalten könntest, das wäre großartig. Ja. Okay. Ich glaube, es ist jetzt... Willst du weiter? Oder? Okay, wir verarbeiten jetzt, ich weiß nicht, verschiedene Videos damit und meistens funktioniert das und wir müssen dies weiter bearbeiten. Und ich denke, wir gehen jetzt hier hin. Ist das? Ich denke, es wäre mein Teil, ja. Okay, also um das, diese Ergebnisse zusammenzufassen. Einige Statistik zur Keynote letzten Jahres, wir haben noch mehr verarbeitet, aber nur dieses eine, ist dies 5 Minuten vor den Fragen? Okay, danke. Ja. Dies ist also eine Statistik über die Keynote des letzten Jahres. Wir kriegen Zuordnungen von etwa 90%, hat er gesagt, der transkribierten Wörter, also nicht alle. Wir haben aber auch Ideen, wie wir das verbessern können. Wir haben ein großes Problem mit Applaus, der ist sehr störend und Gelächter, ja. wir haben also das Problem mit Applaus, dass die ersten Wörter nach Applaus, ja vielen Dank, die ersten wenigen Worte nach Applaus sind normalerweise nicht korrekt transkribiert. Wir wissen das aus unseren Daten, wir haben kein gutes Modell in unserem akustischen Modell, denn bisher haben wir keinen Applaus bekommen. Jetzt? Danke. Nein. Ja, vielen Dank. Also, bisher hatten wir keine Applausdaten. Wir konnten das also nicht in unserem akustischen Modell haben. Jetzt haben wir Daten mit Applaus. Wir haben nicht wirklich herausbekommen, wo der Applaus ist. Wir müssen etwas manuelle Arbeit daran tun. Aber das hilft uns. Das wird uns helfen, bessere akustische Modelle zu bauen, die Applaus enthalten und dann weiter die Transkription zu verbessern und die Untertitel. Unsere aktuelle Idee ist also sozusagen zu schätzen, wie lang die Wörter sind, die wir nicht kennen. Wieder für Statistik ist es meistens ist es sehr genau, manchmal ist es einfach nur sehr komisch. Wir haben keine genauen Zahlen darüber. Ich sage den Studenten immer, dass wir Evaluation brauchen, wenn wir wissenschaftliche Arbeit machen wollen. Ich kann den ganzen Tag darüber reden, aber das Semester ist noch nicht vorbei und wir haben mehr Ideen und wir müssen uns das aufteilen, in Abschnitte noch verbessern. Wir wollen zweizeilige Untertitel haben, aber das ändert die ganzen Spielregeln, denn wir haben jetzt zwei verschiedene Arten von Abschnittsenden, die integriert werden müssen und dann außerdem haben wir praktische Probleme. Wir haben noch Amara noch teilweise nicht eingearbeitet und wir wollten außerdem auch schon Talks dieses Kongresses verarbeiten. Das haben wir noch nicht, aber wir arbeiten dran und einige Leute müssen eigentlich auch Danksagungen bekommen, Credit Points dafür bekommen. Also wir werden das tun. Das andere, was wir machen wollten, jetzt ist der Ton weg. Okay. Wir wollen außerdem diese Daten, die wir haben, benutzen. Sprachwechsel sind übrigens auch schwierig in Transkriptionen. Das Kabel hinter meinem Rücken? Das ist komisch. Besser jetzt? Okay, das ist besser.
Wir möchten außerdem die Daten, die benutzen, weil sie sind sehr unter einer sehr freien Lizenz. Wir haben also die Open Source Spracherkennungsmodelle, die draußen sind. Um die zu verbessern, brauchen wir sehr viele Daten, denn das sind meistens maschinengelernte Modelle mit Schätzungen über große Datenmengen. Und wie Arne vorher gesagt hat, ist das ein Riesenproblem bisher. Und es ist bereits jetzt deutlich verbessert und wir möchten noch etwa so 30 Stunden von Sprachdaten bekommen durch die Talks in dieses Modell einarbeiten und das wird dann deutsche Daten sein in VoxForge oder Deutsche, die Englisch sprechen, was auch ein Vorteil vielleicht für die Modelle für deutsche Sprecher ein Vorteil sein wird. Also das ist eines der Ziele, die wir haben, wo wir denken, dass dies eigentlich ein perfektes Beispiel ist, wo zwei Seiten tatsächlich etwas gewinnen. Die dritte Seite natürlich auch, weil die Studenten etwas lernen und die Studentinnen also über der Kongress kriegt Transkription und wir bekommen Daten. Also, Zusammenfassung. Das Zuordnen ist einfach für Computer, also das Zeitzuordnen und schwer für Humans und für Menschen und die Transkription ist genau umgekehrt und wir kombinieren das für die besten Resultate. Untertiteln ist aber mehr als einfach nur Zeit zuordnen, denn das Aufteilen ist schwierig. Vielen Dank. Noch nicht, danke. Wir haben noch sehr viele Ideen für Zukunft. Künftige Arbeit, die auch zum Teil mindestens zusammenhängen mit den Kongressideen über das Untertiteln. Ich mag wirklich die Idee, sehr kurze Zeitverzögerungen zu haben, von wenigen Stunden vielleicht zu einigen Sekunden, das wäre fantastisch. Und dafür könnten wir die Informationen über Tippgeschwindigkeit verwenden, denn diese Transkripte werden in Etherpad angefertigt. Wir hatten also nun Zeitinformationen für jeden Tastendruck und diese Informationen werfen wir weg und sagen, okay, es könnte wann auch immer transkribiert worden sein, aber normalerweise transkribieren Menschen in der zeitlichen Folge während der Talks. Vielen Dank übrigens an die Leute, die Transkription machen. Schade, dass die gerade nicht aufstehen. Das sind wirklich sehr hart arbeitende Leute. Und wir werfen also die Hälfte der Informationen weg, aber wir versuchen, das zu verbessern und um die Tippgeschwindigkeitsinformationen zu benutzen für die Verarbeitung. Natürlich haben wir nicht nur Talks. Wenn wir mehr als nur Talks hätten, sondern andere Videos von anderen Dingen, könnten wir mehr analysieren. Das wäre auch sehr schön. Wäre also sehr schön, eine Art Content-Suche zur Informationsfindung zu kriegen, wenn man jetzt also nach Videos sucht mit Datenschutz als Thema zum Beispiel. Okay, vielen Dank. Thank you very much. Vielen Dank. Wir haben leider die Zeit komplett verbraucht. Eine Frage nur, ob der Signalengel eine wirklich dringende Frage hat aus dem Internet, denn all die anderen Leute, es wäre großartig, wenn ihr jetzt einfach direkt zu den ReferentInnen, zu Referenten gehen könnt. Es sind nur zwei Männer. Es wäre großartig. Eine Frage aus dem Internet. Habt ihr das mit einem normalen Film getestet, wo die Untertitel verfügbar waren? Nein, das haben wir nicht getan. Das haben wir vor, aber wie gesagt, nicht alles. Unsere Evaluationsskripte sind noch nicht wirklich fertig. Deswegen wäre das Testen auf diesen Daten schwierig. Ich bezweifle, dass wir sehr gut wären im Vergleich zu kommerziellen Anbietern, aber wir arbeiten in dieser Richtung wenigstens. Okay, das war sehr schnell. Wir können eine weitere Frage machen. Hi. Hallo. Okay, so you fleetingly mentioned that du hast so nebenbei erwähnt, dass die Untertitel lesbar sein müssen, also dass sie für eine lange noch gezeigt werden müssen, um gelesen werden zu können. In Untertitelsoftware, was da passiert ist, dass du die selbst anordnest. Und es berechnet eine bestimmte Nummer von Zeichen. Plant ihr auch das zu machen, um zu berechnen, was lesbar ist und was nicht? Müsst ihr auch daran anpassen, was in Übersetzung passiert, sodass ihr
auf bestimmte Bereiche fokussiert oder? Ja, Übersetzung ist interessant. Okay, ja, also die erste Frage, ob wir vorhaben, mehr als nur Corel Key zu machen? Ja. Wir versuchen, so genau wie möglich die Zeitinformationen zu bekommen und dann müssen wir aber auch über die Benutzbarkeitsthemen denken, dass wir also Untertitel lange genug anzeigen. Wir haben darüber gerade nicht gesprochen, aber ja, wir haben vor, das zu tun. Es ist wie eine zusätzliche Bedingung, Einschränkung. Die zweite Frage, die Untertitel zu verändern, das macht absolut Sinn für Übersetzungen, ja, und ist dort tatsächlich wesentlich, aber wir versuchen, dem treu zu bleiben, was die Sprecherinnen sagen oder was zumindest transkribiert worden ist, und das könnte anders sein, das könnte unterschiedlich sein. Also bisher denke ich, dass dies über den Umfang unseres kleinen Einsemesterprojektes hinausgeht, denn wir müssten genau dieses Verständnis dafür haben, was in diesem Satz vorgegangen ist, und das, dieses Verständnis haben wir nicht. Thank you so much, Arne and Tim. I think vielen, vielen Dank, Arne und Tim. Ihr steht noch zur Verfügung für Fragen. Ja, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Hier ist euer Applaus. Und vielen Dank auch fürs Zuhören.